Jetzt kommt ein Künstler, dessen Lebensstatistik liest sich ungefähr wie folgt. 1,44 Meter groß, 22 Kilo schwer, spricht ca. 500 Worte in der Sekunde, bewegt sich wie ein Eichhörnchen auf Ecstasy und ist dabei extrem lustig. Hier ist Ralf Schmitz. Schönen guten Abend. So Leute, es geht los, geht los. Ich brauche eure Unterstützung, ich brauche eure Hilfe, ich würde gerne eine kleine Szene improvisieren, ja? Ich brauche jetzt etwas von euch, und zwar dürft ihr bestimmen, worum es in der Szene geht. Ihr ruft mir jetzt Sachen auf die Bühne. Moment, noch nicht loslegen. Ich gebe ein Thema vor und dann zähle ich bis drei und dann, okay? Hier vorne, hä? Hab ich nicht verstanden. Ich fange mal an. Also, pass auf. Das große Thema, um das es gehen soll, ist quasi Heimwerken, Heimwerker, Handwerker etc. Und ich brauche von euch etwas, das beim Heimwerken, beim Handwerken oder wenn Handwerker da sind, kaputt gehen kann. Welche kleinen und großen Katastrophen sind euch passiert oder kann es generell geben? Okay? Bereit? Eins, zwei, los! Wasserschaden, Stromschaden, habe ich gehört. Strom. Bitte? Hammerstiel. Hammerstiel. Warte, Hammerstiel? Hammer, ist kein Hammer dran am Stiel, oder was ist denn Hammerstiel? Wie lange hast du dich auf den Abend vorbereitet, mein Freund? Das ist ja auch fassbar. Hammerstiel? Okay, wir haben, nehme ich mal, Wasserschaden, Stromschaden, Stromausfall wahrscheinlich und Hammerstiel. Du hast da einen an der Waffe, ehrlich. Du hast einen am Hammerstiel. So, jetzt brauche ich jemanden, der aussucht. Wer möchte aussuchen? Gibt es jemanden, der aussuchen möchte? Wie sie alle hier schreien. Kai, du doch nicht. Du bist doch quasi vom Fach. Hier vorne, sehr nett, sehr nette Leute. Hier, die junge Dame zeigt auf. Bitte? Hammerstiel. Ich hatte dich noch gar nicht gewählt, aber du hast trotzdem schon ausgesucht. Das ist sehr schön. Wie ist denn dein Name, wenn ich fragen darf? Carmen? Carmen! Komm zu mir auf die Bühne. Carmen, ein großer Applaus für Carmen. Komm zu mir. Komm hoch, komm hoch, komm hoch. Carmen, komm zu mir. Doch, Carmen, komm jetzt hin. Aber fall nicht, das sieht doof aus. Komm her. Carmen, finde ich groß. Einen kleinen Applaus für Carmen. Einen kleinen Applaus, einen großen Applaus. Ah, ist das schön. Carmen, ich finde toll, dass du dich freiwillig gemeldet hast. Hier, pass auf. Nimm bitte Platz hier, der Stuhl ist für dich. Nee, der muss da vorne sitzen bleiben, quasi stehen bleiben. So, jetzt hier, pass auf, setz dich hin. Es funktioniert. Liebe Carmen, pass auf, wir beide machen jetzt Folgendes. Nimm auch schon mal hier das Ding. Ich erkläre, was wir jetzt tun. Ich werde jetzt diese Geschichte improvisieren. Ja. Du hast dir was als Thema gewünscht, was geht kaputt? Hammerstiel. Hammerstiel, ganz genau. Ja, das kriegt man auch nur in Berlin, so was. Hammerstiel, ehrlich. Ich werde mal gucken, was ich daraus mache. Und du hast eine ganz wichtige Aufgabe. Du entscheidest, welche Sprache man hört. Denn ich kann zwei verschiedene Sprachen gleichzeitig sprechen. Und das Tolle ist, man hört nur eine. Man hört die abwechselnd. Es gibt Deutsch und es gibt die Sprache der Handwerker, Kaputschisch. Und immer wenn du auf dieses Ding drauf drückst, möbst, mach mal. Das war ja schon zweimal, ne? Perfekt. Wechsel ich die Sprache. Du kannst das so oft machen, wie du willst. Du solltest es sogar oft machen am Anfang des Satzes, okay. Mitten im Wort, mehrfach im Wort. Alles tob dich aus, keine Gefangenen. Ich tobe mich jetzt aus. Bitte? Ich tobe mich jetzt aus. Du hast so ein Glitzern in den Augen, das macht mich stutzig. Das ist. Hätte ich vielleicht doch besser einen anderen genommen. Okay, alles klar. Immer hier reinmöbeln, sonst hören wir nichts. Okay. Carmen, ist alles okay? Bist du bereit? Wir haben noch nicht angefangen, aber ist schön. Okay, es geht um den Hammerstiel. Du möbst so oft du willst. Alles klar? Aber erst, wenn es losgeht, okay? Carmen, wir zwei zusammen. Es geht los. Okay, es geht los. Vorgestern früh bin ich wach geworden. Morgens um 6:30 ungefähr ist es gewesen. Ich weiß noch ganz, Katabraske, da Maschnitzke, du Brunz, bald Jemske, du Britzke, du Mafotsch, bald Somske, du Vritschke, du aus dem Schlafanzug rausgestiegen. Ich bin sehr ordentlich. Ich habe erst das Oberteil ausgezogen. Da Hakatabraske, da Maschnusme, du Butzke, Savate, Fatz, der Schuppe, du Brust, Rakatabazisch, die Hose auch noch. Das ist achtmal, da bin ich derselben Sprache wieder angelangt. Wo waren wir entschieden? Also die Hose ausgezogen, wurde aber auch zusammengefaltet, stehe ich pudelnackig da und dachte, heute wirst du renovieren. Ich hatte mir extra den Wecker gestellt, heute wirst du renovieren, aber erstmal gehst du unter die Dusche. Ich bin ins Badezimmer gelaufen, habe da kalter Braske, da mal Schuske, du Brunz, mal Schuske, mal Schuske, du Brunz, du mal Fönke, du Brischke, du mal Fug, selber eingebaut. Das ist sensationell, ganz großer Duschkopf, da platscht alles runter, das ist herrlich. Das Wasser perlt an dem Körper herunter. Mal Schuske, du Brunz, du mal Schluss, mal Sömske, du Brötschke, du mal Sönske, du Vrutschke, du mal Znick. Wie Derek im Regenwald, das ist großartig.
Ich nehme die Seife, ich mache die Seife in die Hand. Erst die Haare, dann unter den Armen, dann hier den Oberkörper, dann ein bisschen den Rücken, die Beine natürlich. Fertig. Ich drehe das Wasser auf, das Wasser platscht. Da hast du schnell gedrückt, hast du gemerkt? Ja. Das Wasser platscht auf mich runter, ich seife mich ab, ich schrie wieder Akata Branske da Moschnuss. Balsumske do Brötzke do Moschnicke do Wotschke do Matzig abgetrocknet, hier hinten erst vorne, dann der Haare, unter den Achseln hin, wunderbar den Puck. Balsamske da Brötzke do Matschnuske do Brusch, Balsuschke do Branske do Matschnicke do Wotschke do Matzack, Balsinske do Blacka da Broske do Matschnusch. Ich nehme das als einmal, ja? Den blauen Mann aus dem Schrank geholt, das erste Bein rein, das linke Bein rein, den Arm, den zweiten Arm und dann natürlich den Reißverschluss mit einem riesigen Ruck, den Rackazacker! Weil Zacker da Bratzke da verschnitzt! Weil Schumske du Brutzke du Muschnuss, eine Katastrophe! Rein ist ja schon schlimm, aber raus ist wirklich furchtbar! Dann habe ich ganz langsam den Rakata Brutzke dumme Schnuske du Freutz, bald Schuske du Pronz, bald Schuske du Brinzke damit Snacker, da Britzke dumme Futsch, bald Süske du hier, das Badezimmer fange ich an, hier werde ich mal die Rohre aufstemmen. Ich habe die Bohrmaschine geholt, habe angefangen. In dem Brutzke du Brutzke dumme Schnicke du meine Freundin rein. Was machst du denn hier? Bist du eigentlich so ein Schuschke, du Brutzke, du Schnutz? Ich renoviere so oft ich will. Du machst alles kaputt. Alles, was du an, lass doch die Hand weg. Bald Zaschka, dann Bronzke, du Motschtonzke, du Britz. Bald Simske, du Brutzke, du Mafaka, du Britz. Bald Snack. Das habe ich nicht verstanden. Kannst du nur was sagen? Natürlich, pass auf, ich habe mir das ja gemerkt. Pass auf. Du hast... Nein! Balsamka da Bratzke, dann mal Snacka da Bratzke, dann mal Zucke, du Fatsch. Das habe ich immer noch nicht verstanden. Wenn du jetzt noch einmal drückst. Schatz, ist doch scheißegal. Aber Schatz, wirklich, du machst alles kaputt. Weißt du noch, du hast doch diesen Hammer gekauft. Ich sage, Balsamka da Brunzke, du Motztoschke da Brunz. Balsamka, du kein Hammer vorne drin. Das war doch nur ein Hammerstiel. Ei, Hacker, dann Branske, dann mal Sticke, du Brutz. Balschunske, du Brutzke, du mal Znischke, du mal Znacker, da Britzke, du mal. Und eine Flasche Eierlikör. Wovon redest du? Schatz, wir müssen wieder zueinander finden. Ja, du hast recht. Balschaschke, da Branske, da mal Znach. Balschuschke, du Brutzke, du mal Schnucke, du. Nee, jetzt hören wir auf, jetzt ist Feierabend. Jetzt ist Dankeschön. Ein großer Applaus für Carmen! Ralf Schmitz. Und jetzt kommt wieder